Mein Vater hat sich mit einer alten Selbstschussanlage umgelegt. Und Benson und Howard haben sich um seine Nachfolge zerstritten. Sie haben sogar den Clan gespalten und bekriegen sich in der Schlucht. Und das alles nur wegen irgendwelchem militärischen Zeugs, das mein Vater irgendwo gefunden hat. Und an das sie sowieso nicht rankommen, ehe sie sich nicht einigen. Vollkommen irrsinnig, aber typisch Benson und Howard. Naja, auf jeden Fall stecke ich da auch mit drin. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich nun Benson oder Howard dümmer finde. Ganz ehrlich, ich kann da keinen Unterschied feststellen. Also habe ich mich abgesetzt und werde nun in alter Familientradition mein junges Leben durch Alkohol und Drogen verpfuschen. Besonders betrunken oder zugedröhnt klingst du nicht gerade. Stimmt. Ich werde mich bessern, bestimmt. Aber mal was anderes. Hast du vielleicht eine Idee, wie man meine blöden Brüder zur Vernunft bringen könnte? Ich glaube, ich würde mich irgendwie einsam fühlen, wenn die beiden draufgehen würden. Du hast von militärischem Equipment gesprochen, das dein Vater gefunden hat, richtig? Und die Gegend heißt Vulture Gulch, korrekt? Ich sag dir was. Wenn ich mal in der Nähe sein sollte, werde ich da vielleicht vorbeischauen. Ich denke, dort vorne müsste eine Wasserquelle liegen. Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Hey Joker, nur gucken, nichts anfassen. Die Quelle ist versiegt. Ich muss mir mein Wasser wohl woanders suchen. Was willst du, Joker? Ich habe keine Zeit. Ich möchte dich fragen, ob du deinen Schrottplatz für Ausbildungszwecke zur Verfügung stellst. Ich komme von der neuen Regierung. Neue Regierung? Mir egal. Warum sollte ich dir dann erlauben, meinen Platz zu benutzen? Weil hier eine Miliz ausgebildet werden soll. Die Leute, die hier lernen sollen, würden später auch deiner Sicherheit dienen. Ich brauche keine Sicherheit. Ich kann selber auf mich aufpassen. Aber vielleicht gäbe es eine andere Möglichkeit, wie wir ins Geschäft kommen. Worum geht's? Im Ostteil des Dorfes hausen ein paar Spinner. Seitdem die Red Skulls gekommen sind, denken die Typen, sie können sich hier aufspielen, wie es ihnen passt. Gestern hat einer von denen meine Schwester belästigt. Er heißt Brandon, leg den Scheiß Karl um und du kannst dir so viele Milizen anbringen, wie du nur möchtest. Okay, Brandon ist so gut wie tot. Ich werde bald wieder da sein. Die Scheißschraube will nicht raus. Wie soll ich das Ding ohne richtiges Werkzeug jemals zerlegen? Mach einen Abgang, Alter! Eine alte Harley. Sieht aus, als wäre sie einigermaßen gepflegt. Das ganze Fegen macht irgendwie keinen Sinn. Sobald ein Windstoß kommt, ist sowieso wieder alles dreckig. Lass mich. Wenn Umberto sieht, dass ich mit Fremden spreche, sperrt er mich wieder ins Haus ein.
Ein ziemlich